Auf meiner Visitenkarte steht Virtual Vehicle, Kompetenzzentrum des Virtuelle Fahrzeug Forschungs GmbH, Diplom-Ingenieur Christiane Essel, Researcher, Department Electrics, Electronics und Software. Lithium-Ionen-Batterien umgeben uns täglich in vielen Anwendungsbereichen. Man denke an das Handy, an den Laptop und natürlich mein Hauptforschungsgebiet, die Elektrofahrzeuge. Die Automobilhersteller sind bei Elektrofahrzeugen ständig im Wettkampf um eine Erhöhung der Reichweite. Die Reichweite von Elektrofahrzeugen kann man nur erhöhen, wenn man die Energiedichte in der Batterie erhöht. Das heißt aber gleichzeitig, die Erhöhung der Energiedichte darf auf keinen Fall auf Kosten der Sicherheit gehen. Das heißt, wir müssen gewährleisten, dass ein Elektroauto zumindest gleich sicher ist wie ein herkömmliches Fahrzeug. Und genau in diesem Bereich setzen wir an. Ich entwickle Verfahren und Konzepte, die ein Problem in der Batterie frühzeitig erkennen lassen, sodass man darauf reagieren kann. Im speziellen Fall ist es hier das Auto bei autonomen Fahren oder natürlich auch der Fahrer selbst, der frühzeitig reagieren kann. Um diese Verfahren und Konzepte zu entwickeln, haben wir einen speziellen Prüfstand, einen Batterieprüfstand, wo wir neue Batterietechnologien vermessen und so viele Informationen wie möglich aus einer Batterie generieren. Das sind thermische Informationen, elektrische Informationen, mechanisch und natürlich ein Hauptspezialgebiet von mir, die Gasanalytik. Ich schaue mir insbesondere an, welche Gase entstehen und wie viel von diesen Gaskomponenten entstehen. Und das mache ich mit einer Kombination aus verschiedenen Methoden und verschiedener Messtechnik. Hier ist es zum Beispiel die Spektroskopie mit FTIR, Fourier-Transform, Infrarotspektroskopie und Chromatographie. In der Automobilindustrie gibt es sehr viele haupttreibende Trends für alternative Fahrzeugantriebe. Und diese bestimmen auch natürlich den Durchbruch von einem Elektrofahrzeug. Das sind Trends wie Urbanisierung. Immer mehr Menschen ziehen in Städte. Dann gibt es den demografischen Wandel. Der typische Neuwagenkäufer hat ein anderes Profil, wie zum Beispiel vor einigen Jahren. Dann sind natürlich Themen wie Reduktion von Abgasemissionen oder natürlich auch Partikelemissionen immer Thema. Und das autonome Fahren spielt hier auch eine Rolle. Generell auf das Elektroauto selbst bin ich der Meinung, dass alternative Fahrzeugantriebe die Zukunft sind. Hier gibt es keine Frage. Man muss aber dann bedenken, dass man die Energie, also die Stromerzeugung, nachhaltig gestaltet. Und eine interessante Frage finde ich auch die Reichweite. Ich denke, man könnte eigentlich überlegen, ob überhaupt eine Reichweite, wie sie jetzt gewohnt sind bei Verbrennungskraftmaschinen, überhaupt sinnvoll ist. Ein Großteil der Personen benötigt nicht diese Reichweite jeden Tag, sondern nur in Ausnahmefällen. Meiner Meinung nach ist es jetzt schon sehr spannend, was an Reichweite und Komfort möglich ist bei Elektroautos. Und wir werden in Zukunft erleben, dass bezüglich der Reichweite es starke Verbesserungen geben wird und auch die Anschaffungskosten von einem Elektroauto reduziert werden. Und das Laden, das Schnellladen wird auch möglich sein. Und ich denke, dann wird sich das Elektroauto wirklich breit durchsetzen. Bei dieser Frage beginne ich vielleicht bei meiner Kindheit. Ich war eigentlich in der Kindheit immer sehr ausgeglichen in diesem Sinne. Ich liebte die Natur auf der einen Seite, die Kreativität, das kreative Arbeiten, Zeichnen und das Spielen mit Freunden natürlich. Aber auf der anderen Seite war schon immer die Mathematik eigentlich mein Lieblingsfach. Also in der Schule war klar, Mathematik war eigentlich mein Spezialgebiet in diesem Sinne. Meine Geschwister und meine Eltern haben mich bestimmt auch indirekt beeinflusst. Also ich habe drei ältere Geschwister, die auch zum Teil mit Mathematik zu tun haben und mein älterer Bruder, der bereits in meiner Schulzeit in Graz studierte. Das heißt, für mich war sehr früh schon klar, ich möchte studieren und wenn geht, dann möchte ich eigentlich in Graz studieren. Interessant wurde es dann im Gymnasium. Ich hatte immer Interesse an einem technischen Studium und wollte eigentlich technische Mathematik studieren. Und zu diesem Ziel ging ich zu einer FIT-Veranstaltung, das ist eine Frauen in die Technik-Veranstaltung auf der JKU, das ist die Johannes Kepler Universität in Linz. Und hier konnte ich zwischen Blöcken wählen mit verschiedenen Vorlesungen. Und es war hier meines Glücks eine Vorlesung aus zwei Mathematik-Vorträgen und einem Physik-Vortrag. Und genau dieser eine Physik-Vortrag war für mich entscheidend, denn innerhalb der ersten paar Minuten
bemerkte ich, ich möchte genau das gleiche wissen wie dieser Vortragende und möchte technische Physik studieren. Ich bin sehr froh über diese Entscheidung, weil das Studium selbst ist natürlich hervorragend. Du hast sehr viele Möglichkeiten, in welche Richtung du dann beruflich gehen kannst. Und natürlich bin ich auch sehr zufrieden mit meinem derzeitigen Job. Ich muss zugeben, ja, im Studium und auch in der Schule schon und jetzt im Beruf ist mir sehr oft bewusst geworden, dass in verschiedensten Situationen und Lösungswegen ein Team bestehen, das Personen mit unterschiedlichen Kompetenzen, Wissen und Erfahrungen eigentlich die besten Lösungen bringt. Es ist sehr oft, man kennt das, man ist verbissen in einer Situation und versucht, eine Lösung zu finden oder generell die Aufgabenstellung zu bewältigen. Und es hilft extrem, wenn man hier einen anderen Blickwinkel betrachtet. Ich denke, das Wichtigste ist, Interesse wecken, die Mädchen zu motivieren. Und das kann im sozialen Umfeld und natürlich in der Schule geschehen. Man kann aber nichts erzwingen, gar keine Frage. Ich denke, es wäre vielleicht interessant, wenn man bereits in der Unterstufe die Möglichkeit bietet, dass man alle Ausbildungsmöglichkeiten breit vorstellt. Vor allem natürlich technische und naturwissenschaftliche Bereiche. Vielleicht könnte man hier Fachpersonen einladen in ein paar Tage und eben bestimmte Personen vorstellen und Arbeitsgebiete. Es wäre vielleicht spannender als wie die Berufstage, die es derzeit gibt oder gegeben hat. Zu meiner Zeit konnte ich Berufstage wählen, da wusste ich aber vorher nicht, welche Möglichkeiten es überhaupt generell gibt. Und es wäre natürlich wünschenswert für ein Mädchen generell, würde ich mir wünschen, dass es eine selbstverständliche Option ist, ein technisches Studium oder ein naturwissenschaftliches Studium zu machen und dass es als sehr interessante und hervorragende Chance gesehen wird.